Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den elektrischen Wasserkocher aus dem Hause Twinsy. Wenn du noch unsicher bist, ob dieser Wasserkocher für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Wasserkocher werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, so ein Wasserkocher kann viele praktische Anwendungsbereiche haben, vor allem natürlich eingesetzt zum Thema Tee und Kaffee zubereiten. Ja, da würde ich sagen, kommen Wasserkocher meistens zum Einsatz. Und ja, preislich würde ich den elektrischen Wasserkocher von Twinsy ungefähr ins günstige Mittelfeld einordnen. Ja, ist natürlich immer eine Ansichtssache, ob es für dich der richtige Wasserkocher ist oder nicht. Ja, das musst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt viele Wasserkocher auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welcher am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften vom Twinsy-Wasserkocher auch noch genauer anschauen. Großes Volumen, Füllkapazität von 1,7 Liter, das ist zu dem Preis gut, wie ich finde. So kabelloser Wasserkocher, auch das kann durchaus ein Vorteil sein. Designtechnisch, ja, sieht er ganz schick aus, ja, hier mit diesem Retro-Vintage-Design, ob man das mag oder nicht, ja, immer eine Geschmacksfrage. Der Wasserkocher ist BPA-frei, besitzt einen entnehmbaren Filter und eine große Öffnung, um die Reinigung des Wasserkochers zu vereinfachen. Ja, das würde ich auch als Vorteil bezeichnen. Ob dir diese ganzen Eigenschaften ausreichen oder nicht, ob es der richtige Wasserkocher für dich ist oder nicht, ja, das musst du natürlich alleine entscheiden. Hier hat wahrlich jeder seine eigenen Vorstellungen davon, was der richtige Wasserkocher ist und was dieser mitbringen sollte, ja. Mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zum elektrischen Wasserkocher aus dem Hause Twinsy. Ich würde das Angebot insgesamt betrachtet als fair bezeichnen. Mir persönlich gefällt, was dir von diesem Wasserkocher geboten wird. Auch das Retro-Vintage-Design kann sich durchaus blicken lassen, wie ich finde, ja. Natürlich eine Geschmacksfrage, ob man das braucht oder nicht. Aber Aspekte wie 1,7 Liter Füllkapazität finde ich zu dem Preis schon gut und ja, alle Eigenschaften und Informationen kannst du dir natürlich nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Das Amazon-Angebot zum Wasserkocher von Twinsy verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit, alles Gute und ciao.